Wie gesagt, habe ich das schon mal erwähnt? Nee, nichts damit Knuddeleinheiten. Das ist etwas, was ihr gefällt. Wir müssen woanders nach oben. Ja, doch gefällt mir das. Aber da hat sie ja auch was davon. Ich muss ein bisschen mehr davon haben. Geschmiedetes Eis. Fackeln. Und die Spur führt in diese Höhle. Na, wir wissen, wo wir hingehen. Bestimmt können wir leise hineingelangen. Leise? Wieso sollte ich bei sowas leise reingehen? Also ich bitte dich. Oder du machst das. Okay, er schlägt die Dinger immer noch so rein. Leise passt nicht zu Kratos. Nee, definitiv hast nicht du die hier. Wölfe vor diesen Räubern gerettet? Nein. Die sind noch nicht lange hier. Hallo Räuber, ich bin da. Gut von oben. Lord Vermeer. Wer ist jetzt hier bei Elon? Mit Blut. Der kommt irgendwie nicht hierher, da komme ich nicht weit hin. Ich leuchte ja wie ein Weihnachtsbaum. Oh, der hat immer zwei Ecken. Willst du es wagen? Ich bin dem Timing noch nicht drin hier. Die Spur führt hier durch. Tiefer hinein. Es kommt mehr. Hier wird nicht gekocht. Wird ein Brand entstehen. Das funktioniert jetzt wieder. Kaputt machen durch die zurückkommen. Das hat im ersten Teil gar nicht funktioniert. Es gibt ja keine Aktien mehr. Das ist ja furchtbar. Ich werde verhungern. Schwiegereltern nicht zu. Nee, das stimmt. Das stimmt. Hey, jetzt haben wir uns mal alles angeguckt. Jetzt, was ich nicht verstehe, wieso sollte er dort durchschleifen, obwohl die Leute hier sind? Oh, da ist jemand dem Bären begegnet. Leiderst du jetzt wieder was? Jemand eine Schleuder. Pass auf! Achso, ja, warte. Feuer von oben! Daneben! Hä? Du sprichst nicht meine Sprache. Drück dein Absender. Ich hab auch was zu werfen. Ups. Bin schon tot. Wollen wir noch ein bisschen mit der spielen?
Weil das Tutorial noch nicht so weit ist. Nein, gedrückt halten. Genau. Geil. Nicht so vom Hocker. Ist ein Sturm. Das war etwas Normales, was man immer hatte. Jetzt nicht. Ne, das sind die Sachen, die ich habe. Nein, nicht genug Punkte. Ich will doch nur noch ein bisschen mehr Spaß haben beim Schnetzeln. Winzig, witzig. Ausmachen? Ja. Junge, geh mir nicht auf den Sack, ich bin hier mit Blut beschäftigt. Wieso kann ich dich nicht öffnen? Was ganz Neues. Ist sie doch anders aus. Meine Rätselkiste, die sahen immer anders aus. Die Axt nicht mehr so in die Hand nehmen? Hm. Nee, der wird das definitiv nicht nochmal so schnell machen, den Fehler. Mich beim Looten stören. Nicht gerade äußerst merkwürdig, so kann ich dich nicht looten. Ach, oh, sind hier noch welche? Oh, gleich beide getroffen. Irgendwie hast du nur das gleiche drauf. Atreus, bist du hier? Kann ich jetzt die Kiste endlich öffnen? Die Spur führt wieder heraus. Wir müssen hoch, um sie wiederzufinden. Ui. Vielleicht wollte Atreus hier Schutz suchen und ist weitergezogen, als er die Räuber sah. Und der Bär ist hinterhergerannt. Er hat ganz schön gewütet, das muss ich sagen. Du glaubst, der Bär hat Atreus verfolgt? Tja, oder der Bär war verletzt und Atreus ist ihm gefolgt, um zu helfen. Du kennst ihn. Wie lange hält das an mit der Axt? Oh. Atreus, wo bist du? Wir haben den Bären gefunden, oder er uns. Ich witzig. Ja, ja, ich weiß, dass ich eigentlich dann den Verteidigung kann, aber... Das ist... Fett auf Lauschebär. Ich kenne da jemanden, der gerne knuddelt. Boah, hast du Mundgeruch. Nicht kontern dann. Das ist ja voll bescheuert.
Eita, der ist aber heftig. Leck um mir, Arsch. Ach, ja, stimmt, die Rücken konnte man nicht blocken. Ja, wild gewordener Bär, ich weiß. Aber die Kamera ist gerade irgendwie so ein bisschen... Hätte das jetzt trotzdem noch einen erwischt, ne? Nicht mit Bären? Warum nicht? Roger, danke für dein Follow. Pfefferminz? Ich da ist ja schnell. Ich weiß nicht, Kratos reagiert irgendwie viel zu spät. Ich habe schon längst aufgedrückt und... Rechte Seite, Puppe! Nee, ich wollte gerade aufheben. Wir haben den Bären gefunden, oder er uns? Ja, ich glaube eher uns. Ist er schon da? Ich will ja nichts sagen, aber Bärchen kriegt gerade voll auf die Stürze. Ja, haha, du bist immer witzig.
Ui. Ja, Backe. Auf ihn! Er ist angeschlagen, Bruder! Otto geht! Atreus! Was? Konzentrier dich. Heile. Was ist passiert? Du erinnerst dich nicht. Ich begrub Fenrir. Und keine Ahnung. Ich war so traurig. Und dann war ich wütend. Dann ängstlich. Und dann bin ich gerannt. Da war ein Bär. Er griff an und ich hab mich gewehrt. Das war wohl ein Traum. Deine Gefühle haben dich verwandelt. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Du hast gar nichts getan. Es kam über dich. Deshalb dürfen wir dein Training nicht abbrechen. Wir wissen nicht, was deine Fähigkeiten können. Sie sind gefährlich. Ohne Disziplin und Kontrolle. Ich weiß genug über Disziplin. Ich brauche mehr als das. Antworten. Antworten, die du nicht hast? Antworten, die nur deine Mutter hatte. Und die sie verschwieg. Was, wenn uns jemand helfen könnte? Jemand, der unsere Fragen zu den Riesen beantwortet. Und wer Loki sein soll. Atreus. Sollten wir nicht verstehen, wozu ich werde? Atreus! Hör mir zu. Ich hätte dich töten können. Bis du es kontrollieren kannst, gehen wir keinerlei Risiken ein. Nichts tun ist auch ein Risiko. Hast du mich gelehrt? Hör einmal auf, wie ein Vater zu denken und denk wie ein General. Nein! Nein. Nimm dich zusammen. Er hatte gerade die einmalige Chance, endlich Rache zu nehmen an seinen Sohn. Eieiei. Bist du doch mit einem Schlag schaffen? Hier entlang. Und? Reden wir darüber, dass der Junge zum Bären geworden ist? Ja, tun wir das? Nicht jetzt. Wir müssen das Schutzsymbol reparieren und heimkehren. Was ist mit dem Schutzsymbol passiert? Nur du. Gibst du mir die Schuld? Ich gebe dir keine Schuld, Atreus. Tja, klingt aber anders. Ja, die reden definitiv mehr miteinander. Okay, das ist gleich geblieben. Jetzt!
Aber stärker bist du nicht geworden, ne? Immer noch einen Lappen beim Werfen. Räuber, links! Bist du schon wieder eine, die sülzt, ne? Also ich fand das schöner, als ich sie in zwei Stücke gerissen habe. Wie wieder vor? Hey, der Junge hat's mal geschafft. Er hat jemanden umgebracht. Also Junge, gibt es neben deiner Gabe der Sprache... Also, so wie ich das ja mitbekommen habe in diesen Vorschauen, also diesem einen Trailer, gibt's ja auch die Valkyrie wieder, ne? Was ist mit Fenrir? Was ist mit ihm? Als er starb, hast du gezaubert. Nein, habe ich nicht. Aber da war Licht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Vielleicht eine Fimbulwinter-Täuschung. Kenne ich auch. Oh, ich muss sie nicht mehr tragen. Alter! Ah, ich kann's immer noch nicht! Oh, jetzt erkenne ich, wo wir sind. In Hacksilberhausen? Ah, okay, jetzt ist die Axt. Also, das Vereisen hat. Was ist das für Blut? Deins, Atreus. Ist das dein Ernst? Das oder du hast dein Beutetier da lang gezerrt, schätze ich. Das klingt irgendwie nicht besser. Könnte es sein, dass er Fenrir gefressen hat?